Herzlich willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Aurelion Sol. Er gehört der Rolle der Magier an und man spielt ihn auf der Midlane. Seine Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist er nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden, den er verursacht, ist magischer Schaden, der hauptsächlich durch seine Fähigkeiten entsteht. Außerdem besitzt er eine moderate Robustheit und kann durchaus Schaden einstecken. Abschließend kann man sagen, dass er am stärksten in der Mitte des Spiels ist. Das war's jetzt aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der Passive. Aurelion Sols Passive ist Stardust. Diese steigert seine Fähigkeiten, wenn er gegnerische Einheiten beschädigt. Diese Steigerungen verbessern die Effekte jeder Fähigkeit, wie zum Beispiel einen höheren Magieschaden, eine größere Reichweite, einen größeren Radius und eine höhere Ausführungsschwelle. Diese Steigerungen variieren je nach Ziel und Fähigkeiten und helfen Aurelion Sol in Kämpfen effektiver zu sein. Bei der Q aktiviert Aurelion Sol seine Fähigkeit Breath of Light, indem er einen Strahl aus Sternenfeuer ausatmet. Er kann den Strahl in die gewünschte Richtung lenken, während er für bis zu 3,5 Sekunden aufgeladen wird. Der Strahl trifft das erst getroffene Ziel, macht es sichtbar und verursacht magischen Schaden über Zeit. Der Schaden wird um 50% für andere umgebende Einheiten reduziert, die von dem Strahl getroffen werden. Wenn der Strahl das gleiche Ziel durchgängig beschädigt, wird ein Bonus magischer Schaden ausgelöst und es wird ein Stardust gesammelt, wenn das Ziel ein Champion ist. Der Schaden basierend auf dem Gesundheitsverhältnis des Ziels ist gegen Monster auf 300 begrenzt und macht sonst sehr viel Schaden. Das war's aber noch nicht ganz. Aurelion Sol kann die Fähigkeit jederzeit innerhalb der Dauer neu aktivieren oder wird automatisch danach wieder aktiviert. Mit jeder Stufe steigt die Dauer des Strahls und die Boni des magischen Schadens. Auf Stufe 5 kann Breath of Light so lange gechannelt werden, wie Aurelion Sol das benötigte Mana aufbringen kann. Kommen wir zur W. Aurelion Sol benutzt seine Fähigkeit, um in eine bestimmte Richtung zu fliegen und gleichzeitig seine Q-Fähigkeit wieder aufzuladen. Wenn er fliegt, hat er eine bessere Sicht und kann Q so lange nutzen, wie er es bezahlen kann. Wenn er einen gegnerischen Champion tötet, während die W aktiv ist, wird die Abklingzeit seiner W-Fähigkeit verkürzt. Während des Fluges kann er jedoch von einem Gegner betäubt werden und somit abgebrochen werden. Aurelion Sol wirkt eine Explosion am Zielort aus, die nach einer Verzögerung ein schwarzes Loch erschafft, das für eine gewisse Zeit besteht. Das schwarze Loch bietet Sicht auf den Bereich und fügt Feinden innerhalb des Bereichs magischen Schaden zu. Feinde im schwarzen Loch werden über die Dauer hinweg in die Mitte hineingezogen. Nicht-epische Monsterziele im Zentrum, die weniger als 5% ihrer maximalen Gesundheit haben, werden außerdem sofort exekutiert. Außerdem werden die Bewegungsgeschwindigkeiten von Nicht-Champions betroffenen Zielen auf 0 reduziert. Nach Ende von Singularity, also der E, erhält Aurelion Sol außerdem ein Stardust für jede aufeinanderfolgende Sekunde, in der gegnerische Champions innerhalb des Bereiches waren, und eine variierende Anzahl von Stardust für Gegner, die innerhalb des Bereiches gestorben sind. Als kleine Merkhilfe vielleicht, Champions und epische Monster gewähren 5 Stardust, große Minions und Monster gewähren 3 Stardust und kleine Minions und Monster gewähren 1 Stardust. Zum Schluss zur Ultimate. Aurelion Sol ruft einen Stern herab, der nach kurzer Zeit auf dem gewählten Zielort einschlägt und magischen Schaden an Gegnern verursacht, sowie sie wenige Sekunden lang betäubt. Bei jedem getroffenen gegnerischen Champion erhält Aurelion Sol 5 Stardust. Nach dem Erlernen von Falling Star verwandelt sich bei 75 erlangten Stardust die nächste Ausführung von Falling Star in The Sky's Descent. Hierbei wird der Effekt verstärkt, inklusive erhöhten Schaden und einem verteidigungsdurchbrechenden Wirkungsstoß. Was heißt das jetzt? Diese verstärkte Ultimate ist die verbesserte Version von Falling Star, also der normalen Ultimate, und verursacht mehr Schaden, betäubt Gegner länger und verursacht eine viel größere Explosion. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein. In der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag StayUntiltable.